Ja, wo ich hier gerade die Gelegenheit habe, hänge ich direkt noch ein Video dran, weil ich da auch schon nachgefragt worden bin, weil ich vielleicht irgendwas habe verlauten lassen. Und zwar zum Thema Erstkontakt mit Außerirdischen. Das ist jetzt, glaube ich, 2 Wochen her, da war ich in München, eigentlich in Dachau, ja, habe eine Freundin besucht. Und 3 Tage vorher saß ich in meiner Pearl, beziehungsweise ich stand vorher und hatte mal wieder in den Himmel geguckt. Ach, jetzt, wann kommen Sie denn? Wann kommen Sie denn? Ja. Und während ich so in den Himmel guckte und dachte, wann kommen Sie denn endlich? Ja. Wann landen denn die UFOs hier? Schoss mir durch den Kopf. Alter, der Erstkontakt wird nicht so aussehen, wie du es aus Hollywood kennst. Dann saß ich später im Auto und musste mir das einfach noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, meistens sind die meisten Sachen, die ich nicht kenne, die ich noch nicht vorher weiß, vorhersagen kann, nicht so, wie ich sie interpretieren kann, durch meine Erfahrungen jetzt. Das heißt, mir wurde bewusst, dass ich wieder nach was suche. Und das, was ich suche, nicht finden kann, weil ich versuche, es in meine Schablone zu pressen. Ne? Suchen ist immer Abgleich finden mit einer bestimmten Schablone, die man quasi vor. Und finden ist, das wahrzunehmen, was wirklich ist. Ja, und dann saß ich da. Und dann wusste ich, okay, du kannst aufhören, in den Himmel zu gucken. So funktioniert das nicht. So werden die nicht kommen. So wird der Erstkontakt mit Außerirdischen nicht aussehen. Was mir geholfen hat, das Thema auch einfach erstmal wieder loszulassen. Wirklich einfach drauf zu scheißen. Ja? Und dann, 3 Tage später, saß ich bei meiner Freundin, also nicht bei meiner, ich habe jetzt, ich, Worte, ja, bei dieser speziellen Freundin, von der ich gerade erzähle, in Dachau. Und im Laufe des Gesprächs wurde uns beiden bewusst, und dann hatten wir diesen Aha-Effekt, und auf ihrem Sofa hatten wir beide Erstkontakt mit Außerirdischen, weil es bewusst wurde, dass wir selbst die Außerirdischen sind. Und genau das ist der Grund, warum die UFOs noch nicht landen. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich auf einem UFO landen, sitzen würde. Ja. Also mal ganz unabhängig, ich weiß, ist mir jetzt kackegal, was irgendjemand davon hält. Ich weiß schon sehr, sehr lange, dass ich selber nicht von dieser Welt bin. Dass ich ein Erdling bin in Bezug auf, wie andere Leute sagen, bin von Stanford, ja, oder irgendeiner Uni oder was weiß ich was. Sich damit identifizieren. Ich bin Erdling, solange ich mich mit der Erde identifiziere. Es war in der Vergangenheit natürlich entsprechend maßgebend, ja, so sinnvoll. Aber ich habe irgendwann kapiert, dass ich nicht von dieser Welt bin. Dass wir das alle nicht sind. Dass wir alle unseren Ursprung ganz woanders haben. Dass wir alle viel älter sind, als die Erde, das Projekt Erde überhaupt ist. Also wusste ich, bin ein Außerirdischer. Ne, redet man nicht viel drüber, weil du wirst ja direkt wieder in die Klapse gesteckt, aber auf der anderen Seite weiß ich es mittlerweile besser. Und ne, wer es nicht begreifen will, braucht das auch an dieser Stelle nicht zu tun, aber wir sind alle Außerirdische. Der Punkt ist, ich stelle mir jetzt mal vor, ich sitze in einem UFO als Außerirdischer, ja, als einer unserer Raumgeschwister, wie wir sie ja sogar nennen. Das heißt, sie sind das Gleiche wie wir, wenn sie Geschwister sind, sind wir auf Augenhöhe, nicht wahr? Seitenlinie. Und jetzt sitze ich in meinem UFO, hänge irgendwo über der Erde und sehe auf diesen Haufen von Menschen, die nicht in der Lage sind, oder die es einfach permanent gewohnt sind, mich, der ich da jetzt auf diesem UFO sitze, ja, in diesem UFO, als etwas, die es gewohnt sind, mich als etwas von ihnen Getrenntes wahrzunehmen. Und ich sehe, wie der Haufen da halt eben mit sowas umgeht. Alles, was man nicht kennt, wird erstmal platt gemacht.
und seziert und ne, das ist, ne, da hätte ich auch keinen Bock. Hättet ihr dann Bock, auf der Erde zu landen? Der Weg dahin ist eigentlich dementsprechend leicht. Wir müssen anfangen, sie nicht mehr als, also sie, die anderen, die, also uns, die wir in UFOs sitzen, halt, the other ones, unsere Geschwister, die aber gar nicht unsere, die was, gar nicht was anderes sind, sondern letztendlich genau das Gleiche sind wie wir. Auch wirklich als etwas nicht von uns Getrenntes wahrzunehmen. Das heißt, wir fangen am besten an, uns gegenseitig in die Augen zu gucken und zu realisieren, dass wir eins mit allem sind. Also auch mit den Außerirdischen. Eins. Das Gleiche. In anderen Formen, in anderen Manifestationen, in anderen Inkarnationen, in anderen Körpern, aber ein und dasselbe. Wenn ich jetzt in meinem UFO sitze und auf eine Welt schaue, in der ich auf Menschen treffe, von denen ich weiß, die sind in der Lage, mich als einen von ihnen wahrzunehmen, ja, da lande ich doch mein UFO da viel lieber, als irgendwo, wo ich Angst haben muss, aber man wegschießt, klaut, kaputt machen oder sonst irgendwas. Ja. Der Punkt ist, wir können die Außerirdischen nicht sehen, weil die Schablone, die wir dabei bei der Suche nach Außerirdischen im Kopf haben, irgendwie hier mit so kleinen, mit so großen Augen und bla bla, ne, typische Alien, Grays oder irgendwelche Anunnaki oder. Ist ein bisschen schwer, das alles. Es ist viel schwerer sogar noch, sage ich, gebe ich zu begreifen, dass das, was ich gerade sage, Sinn macht. Aber es macht Sinn. Und nicht nur für mich, ich habe mich da mittlerweile mit etlichen Leuten darüber unterhalten, die alle einen gewissen Aha-Effekt hatten. Deswegen mache ich jetzt dieses Video, weil ich auch darum gebeten worden bin. Vielleicht hast du ja auch gerade einen Aha-Effekt und begreifst, dass es lohnt, mal die Dinge so mal einfach anzugucken. Und mal gucken, wie du dann die Welt siehst. Wie du dich selber siehst. Wie du Außerirdische siehst. Und ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt und diese Spinnerei mal einfach mitspinnst, eröffnet sich ein Blickfeld, in dem dir dann Sachen passieren können, von denen es nicht lohnt, dass ich jetzt über meine Erlebnisse darüber überhaupt irgendwas sage. Weil wenn du diese Erlebnisse noch nicht hattest, kannst du dir beim besten Willen nicht vorstellen, wovon ich gerade rede, und du kommst nicht drüber hinweg, mich einen Spinner zu nennen. Du kannst aber diese Erfahrung ganz einfach machen, auf die Weise, wie ich es dir gerade gesagt habe. Nimm dich selber als Außerirdischen wahr. Frag nicht mehr nach denen. Wann kommen die denn endlich? Sondern wann bin ich bereit, uns zu empfangen? Wann bin ich in der Lage, das, was da kommt, als einen Teil von mir selber wahrzunehmen, keine Angst davor zu haben, nicht feindlich gesonnen zu sein? Und wenn das stimmt, wenn dieses Überzeugungsmuster auf diesem Planeten sich breit gemacht hat, durch Videos wie diese, Gedanken, die dazu weiterführen, dann landen hier auch irgendwann UFOs. Problemlos. Ich meine, sie landen schon lange. Sie sind ja schon lange sichtbar. Viele Leute, und man kann, also sorry, bei dem Aufmaß an Leuten, was da mittlerweile UFO-Sichtungen, und da sind nicht irgendwelche Spinner, das sind hochdekorierte Militärs, die da irgendwie erzählen, hey, ich habe in meinem Jet gesessen, auf einmal flog da dieses Ding so und so und so, oder eine ganze Kaserne, 60 Soldaten, die alle gesehen haben und alle sagen, was sie gesehen haben. Sorry, die kann ich nicht mehr einfach als Spinner abtun. Da denke ich mir schon, was ist denn, wenn die Recht haben? Was ist denn, wenn die, also ne, sorry, da kann ich einfach nicht mehr so denken, wie ich soll. Und da bin ich gern Spinner, ist mir okay, also komme ich klar mit. Aber das erweitert meinen Horizont, dieses Spinner-Sein. Und gibt mir jeden Tag neue Möglichkeiten in die Hand, mein Leben zu leben. Und kostet keinen Cent, kostet nur Überwindung, mal zu spinnen. Ne? Also da ist was, ja, wir fühlen das auch alle. Wir fragen auch ständig danach. Hat ja noch nie jemand was. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Menschen auf diesem Planeten gibt, der sich noch nicht mit Außerirdischen beschäftigt hat, in irgendeiner Form. Meistens in dran glauben oder dran zweifeln. Ja.
meistens verzweifeln dann in ihrem Glauben. Kann man aber raus. Das ist ein Kreislauf, aus dem man wirklich raus kann, indem man halt eben einfach mal anfängt, anders zu denken und seinem Verstand erlaubt, Dinge für möglich zu halten, die man bis jetzt für unmöglich gehalten hat. Schau deinem Nächsten in die Augen und mach dir bewusst, dass es ein Außerirdischer ist, der nur nichts davon weiß. Weil das zu dem Spiel, was wir hier auf der Erde gespielt haben, dazugehörte, dass wir unsere Ursprünge vergessen, auf der Suche nach Gott sind, der auch am besten von uns getrennt ist. Ja, dafür gibt es die ganzen Religionen, die uns diesen Quatsch da die ganze Zeit implizieren. Ja, da wirst du weiter, wirst du ewig auf der Suche nach Gott sein, wenn du es Blasphemie nennst, wenn man sagt, obwohl die Bibel sagt, Gott ist in allen, um uns herum, auch in mir, auch in dir, in allen, nicht nur in einer kleinen Gruppe von Menschen, nicht nur im Papst, sondern in jedem von uns ist Gott. Wenn ich das aber nicht zulasse, dass das im Umkehrschluss bedeutet, dass ich selber, du selber Gott bist. Und nicht nur Gott, sondern alles, was existiert, alles, was ist, auch die Außerirdischen. Du wirst keinen Zugang dazu finden. Ist doch logisch, oder? Wenn ich das Einzige, was wahr ist, ausblende, kategorisch und ein Tabu draus mache, dann kann ich die Wahrheit nicht sehen. Ja, ich freue mich auf Anregungen, Kommentare, Antwortvideos, eure Gedanken, eure Beobachtungen. Lasst mich wissen, was in euren Köpfen vorgeht. Freut mich wahnsinnig. Finde ich viel geiler, als hier die ganze Zeit selber Videos zu machen, um euch zu sagen, was in meinem Kopf drin ist. Dienlich in diesem Moment. Aber langweilig, wenn es nur ich mache. Ne? Dann ist der Bauchi der Spinner, dann ist, wissen alle, ist nichts Neues mehr. Kann man sich jetzt mal, haben wir uns, kann man einfach mal akzeptieren, der Bauchi ist ein Spinner. Und er scheint sich auch noch wohl damit zu finden. Ne? Ja, tue ich auch und ich will es auch gar nicht mehr anders haben. Ich kann das Spinner-Dasein jedem wirklich nur mal ans Herz legen, es mal auszuprobieren, einfach mal Spinner zu sein, einfach mal drauf zu scheißen, was irgendjemand anders sagt. Oder denkt, zur Kenntnis zu nehmen, was andere denken. Und sich immer dafür zu interessieren. Aber meine Sichtweise gerade nicht durch irgendjemand anders irritieren zu lassen. Wenn ich das gerade so sehen will, dann kann ich das sehr wohl. Das ist egal, was da gerade irgendjemand sagt. Im Moment sehe ich die Dinge so. Die sehe ich vielleicht auch irgendwann mal wieder gänzlich anders. Aber ich könnte sie dann nicht anders sehen, wenn ich sie jetzt nicht so sehen würde. Deswegen, egal welche Sichtweise und Meinung ihr gerade habt, alle davon sind richtig. Das sind ja unser aller Wahrnehmungen. Und auch hier wieder die Anregung dazu, Austausch schafft erweiterte Horizonte. Ne? Wenn wir halt mal eben zulassen, dass in den Köpfen der anderen ruhig auch gerne mal was anderes abgeben darf als in unseren, haben wir eigentlich schon das Wesentliche getan. Was nötig ist, um diese Welt vollständig zu ändern. Weil genau das ist der Punkt, der das ganze Leiden hervorruft. Dass wir uns nicht in der Lage sind, dem anderen einfach mal zuzuhören, dadurch nicht in der Lage sind, uns selber mal zuzuhören, weil wir einfach nicht in der Lage sind, mal zuzuhören, was der andere so sagt. Und ich muss das nicht alles, ich muss nicht alles, was du jetzt so siehst, muss ich jetzt nicht alles toll finden oder muss das auch gerade nicht so sehen. Aber ich kann definitiv deine Sichtweise akzeptieren. Und vielleicht sogar noch was rausholen und meine Sichtweise dadurch verfeinern. Oder sogar verändern. Ne? Wer weiß. Ne? Nichts von dem, was ich hier sage, ist irgendwie ein Stein gemeißelt, sind einfach nur Denkanstöße. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse an Außerirdischen. Das zeigt mir, dass ihr auch an euch selber interessiert seid. Macht es euch nur bewusst, dass alles, wofür ihr euch interessiert, in euch selber steckt. Euch selber repräsentiert und ist, real ist, in euren Köpfen. So, danke und freue mich auf Kommentare, Antwortvideos, der übliche Kram. Macht einfach, wie ihr Bock habt.